Aus der Friedenskirche Mechtersheim heißen wir Sie ganz herzlich willkommen zu unserem ökumenischen Gottesdienst an Heiligabend und freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, vor Ihren Bildschirmen mit uns zu feiern. Ja, in diesem Jahr erleben wir einen heiligen Abend, wie wir ihn so wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Über diesem heiligen Abend stehen die Begriffe Lockdown, Shutdown, Kontaktbeschränkungen. Und gerade an Heiligabend feiern wir ein Fest, wo Gott in Berührung kommt mit der Welt, wo Gott in Berührung kommt mit dem Zeitlichen, wo Gott eingeht in die Welt und Mensch wird. Auch wenn wir uns gegenseitig nicht berühren dürfen, Umarmungen wegfallen in diesem Jahr, wir vielleicht liebe Menschen nicht sehen können, um uns gegenseitig zu schützen, wir dürfen uns dennoch berühren lassen in dieser heiligen Nacht. Wir dürfen uns berühren lassen und umarmen lassen, von unserem guten Gott. Denn er ist bei uns, auch wenn wir vielleicht getrennt sind von unseren Liebsten. Er lässt uns nicht im Stich. Er kommt zu uns in dieser Nacht, um in unser Herz einzugehen und dort Wohnung zu finden. Und so beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, der Vater, hat uns heute seinen Sohn geschenkt, das größte Zeichen der Liebe. Jesus Christus hat die Liebe Gottes für uns alle spür- und erlebbar gemacht. Der Heilige Geist schenkt uns die Kraft, an dieses Wunder zu glauben und ihm Raum zu geben in unserem Leben. Lasset uns beten. Guter Gott, wir feiern die Geburt deines Sohnes. Er wird Mensch und lebt wie wir. Jesus ist in unserer Mitte und will uns seine Liebe schenken. Darüber dürfen wir uns freuen. Lass uns heute und alle Tage gemeinsam in dieser Freude leben. Darum bitten wir dich durch Jesus, der Mensch geworden ist. Amen. Ich lese den Beginn des Weihnachtsevangeliums nach Lukas in der Übersetzung von Martin Luther. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Bekanntmachung, amtliche Bekanntmachung. Im Zuge der jüngsten Steuerreform werden Maßnahmen zu einer vollständigen Erfassung sämtlicher Einwohner der Provinzen Galiläa, Judäa, Samaria und Perea sowie dem Gebiet der 10 Städte veranlasst. Jeder Bürger hat sich innerhalb der nächsten 4 Wochen an seinem Geburtsort, ich wiederhole, seinen Geburtsort einzufinden, Ehefrauen und Kinder inklusive. Dort selbst hat man sich in die ausliegenden Steuerlisten einzutragen. Zuwiderhandlungen werden bestraft. Ich wiederhole, Zuwiderhandlungen werden bestraft. Gezeichnet Quirinius, Statthalter. Das ist doch eine Sauerei. Steuerreform, dass ich nicht lache. Abzocke, sag ich, nichts als Abzocke. Denn Rom will nur sein Militär besser ausstatten. Noch mehr Kriegsschiffe, Waffen und Soldaten, um uns zu beherrschen. Und wir sollen auch noch selbst dafür blechen. Alles Betrug, nichts weiter.
Reg dich doch nicht so auf. Was gibt's bei uns schon groß zu holen? Wir sind doch arme Leute. Da kommt nicht viel bei rüber. Das Dümmste daran ist doch, dass man dafür in sein Geburtsort soll. Was soll denn aus dem Vieh werden, während ich weg bin? Wer sich das wieder ausgedacht hat? Quirinius, hast du doch gehört. Der sitzt nur gemütlich in seinem Palast. Und uns scheucht er durch die Gegend. Dabei weiß er doch gar nicht, was das heißt. Er war ja noch nie hier. 3 Tagesmärsche dauert es, bis ich in meinem Geburtsort bin. So ein großer Aufwand. Für nix und wieder nix. Ich sag's ja, es ist eine Sauerei. Mein Jüngster hätte neue Fellstiefel für den Winter gebraucht. Das wird jetzt wieder nix, wenn sie mir mein Geld für die Steuern abknöpfen. Aber mit uns kann man's ja machen. Auch für die Menschen in Nazareth galt der Befehl des Kaisers. Dort wohnte der Zimmermann Josef mit seiner Frau Maria. Da die Familie von Josef aus Bethlehem stammte, musste Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem gehen, um sich bei der Volkszählung eintragen zu lassen. Josef war sehr besorgt um Maria, denn sie erwartete in den nächsten Tagen ihr erstes Kind. Aber es half nichts. Sie mussten dem Befehl des Kaisers gehorchen. So machten sie sich auf den Weg. Stellt euch vor, von Nazareth nach Bethlehem sind es ungefähr 120 Kilometer und Maria und Josef konnten nicht bequem mit dem Auto fahren. Sie gingen zu Fuß. Einmal bergauf und dann wieder bergab. Die Gegend war sehr steinig und der Wind pfiff nur so um die Ohren. Die Reise ging sehr langsam und Maria musste oft stehen bleiben, weil sie keine Kraft mehr hatte. Aber sie war trotzdem frohen Mutes, weil sie sich auf ihr Kind freute. Und eines Abends, da sahen sie Bethlehem vor sich liegen. Endlich, sie hatten es geschafft. Was in der Zwischenzeit in den Herbergen in Bethlehem geschah. Was hatte der Kaiser denn jetzt für eine Idee? Bei mir schlafen die Leute schon auf dem Boden. Wo sollen die alle hin? Ich weiß echt nicht, was er sich dabei gedacht hat. Wie sollen wir denn die ganzen Menschen bewirten? Ich sag's dir, ich muss die Menschen bald in den Stall schicken. Meine Herberge ist komplett überfüllt. Ich kann niemanden mehr aufnehmen. Bei mir ist auch kein Platz mehr. Egal wer jetzt kommt, der wird keinen Platz in Bethlehem finden. Und wenn's der Kaiser höchstpersönlich ist, ich lass niemanden mehr rein. So hatten auch Josef und Maria kein Glück, als sie in Bethlehem ankamen. Wo sie auch klopften, überall wurden sie abgewiesen. Endlich hatte einer der Wirte Mitleid mit ihnen. Auch wenn er kein Zimmer mehr frei hatte, so bot er ihnen doch seinen Stall an, wo es wenigstens warm und trocken war. Draußen auf dem Felde von Bethlehem, in der Nähe des Stalles, wohin der Wirt Maria und Josef geschickt hatte, saßen ein paar Hirten bei den Schafen. Gute Menschen, die arm waren. Auch sie hatten davon gehört, dass bald ein König, ein Erlöser kommen würde. Sie hatten die Hoffnung schon aufgegeben und sie meinten auch, dass so ein König erst zu den Reichen und Großen käme. An die armen Hirten wird er bestimmt nicht denken. Eine ganze Weile redeten die Hirten noch miteinander, bis einer nach dem anderen immer müder wurde und sie Mühe hatten, die Augen offen zu halten. Da plötzlich war am Himmel ein strahlendes Licht zu sehen und ein Engel Gottes trat zu ihnen. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, hat das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Auf einmal war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln, die Gott lobten. Als die Engel wieder verschwunden waren, begannen die Hirten langsam zu begreifen, was geschehen war. Sie wollten das Wunder sehen, von dem die Engel gesprochen hatten.
Schnell suchten sie alles zusammen, was sie hatten, um es dem Kind zu schenken, und machten sich auf den Weg. Hallo, guten Morgen oder guten Abend. Ich weiß nicht genau, wie man das sagen soll, so mitten in der Nacht. Wir sind gekommen, um den Heiland und Retter der Welt zu sehen. Engel waren bei uns und haben es verkündet. Gottes Sohn ist als Kind geboren in einem Stall. Sie haben auch gesagt, dass euer Kind der König der Liebe und des Friedens sein wird. Seht, hier liegt das Kind, von dem euch die Engel erzählt haben. Wir wollen euch von ganzem Herzen gratulieren. Schaut mal, was wir euch alles mitgebracht haben. Danke. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude. In der Familie Königs David ist heute ein Kind geboren. Es ist der Retter, den uns Gott versprochen hat. Dieses Kind ist der neue König. Ein König der Liebe und des Friedens. Lob Gott, der euch seinen Sohn schenkt. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden. Guter Gott, wir danken dir, dass du uns Menschen nicht vergessen hast. Wir danken dir, dass wir in dieser Nacht dabei sein durften. Sei du bei dem Kind, bei Vater und Mutter, und löse sie und uns alle mit deinem guten Segen. Guter Gott, du hast deinen Sohn auf die Welt geschickt, damit deine Liebe und dein Friede bei uns wahr werden können. Deshalb kommen wir mit unseren Bitten zu dir. Wir bitten dich für alle Kinder, die kein Zuhause haben. Schicke ihnen Menschen, die ihnen helfen. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Wir bitten dich für alle Kinder, die in Krisengebieten leben. Sende ihnen Menschen, die sich für Frieden einsetzen. Und hilf auch uns, dass wir nie aufhören, uns um den Frieden miteinander zu bemühen. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Wir bitten dich für alle Menschen, die heute Weihnachten feiern. Lass durch sie deine Liebe in der Welt sichtbar und spürbar werden. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Wir bitten dich für alle Menschen, die an Jesus glauben. Lass sie spüren, dass Jesus in ihnen leben
und sie zu neuen Menschen machen will. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Wir bitten dich für alle, die um einen lieben Menschen trauern. Lass in ihren Herzen das tröstende Licht von Weihnachten leuchten. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Allmächtiger Gott, du schenkst uns deinen Sohn. Lass uns durch das Fest seiner Geburt zu neuen Menschen werden. Darum bitten wir dich durch Jesus, deinen Sohn, der heute wieder neu in den Herzen der Menschen geboren werden will. Amen. In ökumenischer Verbundenheit mit den Christinnen und Christen aller Länder und aller Zeiten beten wir nun gemeinsam mit den Worten, die Jesus selbst uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen heiligen Abend und in die kommende Zeit, geleitet von Gottes Segen. Möge das Licht der heiligen Nacht eure Wege erleuchten. Was auch kommt, ihr dürft getrost und zuversichtlich sein. Möge die Fürsorge Gottes euch begleiten. Wo ihr auch hingeht, euer Leben soll unter einem guten Stern stehen. Möge der Frieden Gottes eure Herzen erfüllen. Wer euch auch begegnet, es sollen Zeichen der Liebe von euch ausgehen. Möge die Barmherzigkeit Gottes eure Freude sein, was ihr auch zu bewältigen habt. Trost und Hoffnung werden euch nicht verlassen. Möge Jesus Christus euch zur Seite stehen, nicht nur an Weihnachten, sondern an jedem Tag. Das walte der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Im Namen unserer beiden Kirchengemeinden wünschen wir Ihnen trotz aller Einschränkungen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund und behütet von Gottes Liebe.